Ein russisches Sprichwort besagt: Geh niemals nach Sibirien, da wirst du nur erfrieren. Ich dachte nur, eine Region, die 9 Monate im Jahr mit Schnee bedeckt ist, in der es im Winter bis zu minus 70 Grad kalt wird und in der Lachen als Zeichen der Schwäche gilt, ist genau der richtige Ort. Was eine Dreckscheiße hier, ehrlich. Für einen Hitzkopf wie Thorsten Legert. Als ich zu hören bekommen habe, ich muss nach Sibirien, da sind mir fast die Augen aus dem Gesicht gefallen. Alter, ist das tief hier, ey. Was mir spontan einfällt zu Sibirien, ja, ist Kälte, nass, zugefrorene Flüsse, Steinlager, ja, Arbeiter und weiß ich was. Sibirien, wo kein Schwein hingeht, muss ich hingehen. Ich bin absoluter Feind vom Winter. Aber hier in Sibirien hast du 365 Tage nur kalt und da habe ich keinen Bock drauf. Thorsten Legert hat da schon zweimal jetzt mitgemacht. Ein kleiner Raupe nimmer satt, ne? Kriegt den Hals nicht voll. Beim vorletzten Mal hat er dieses tödliche Käserennen in England ja nicht für sich entscheiden können. Da passe ich. Aber der hat dann ja in Tirol da diesen Ball hochgehalten auf dem Berg da. 17, 18, 19, 20. Hab ich geschafft! Ich hab's geschafft! Es war doch alles okay, da hätte er doch in Rente gehen können. Was will er denn jetzt noch? Ein Thorsten Legert ist sehr unzufrieden, ja, weil er ein 1-1 hat, ja, und ein Unentschieden, ja, das genügt in Kasala nicht. Da hat er mich ein drittes Mal angerufen und darum gebeten, oder man muss fast sagen, er hat darum gefleht, nochmal mitmachen zu dürfen. Bitte gebt mir nochmal die Chance, ja, um dazustehen, ja, als Gewinner. Mit einem 2-1 zu leben, ist viel, viel besser. Hat er kapiert, ein dritter Teil muss nochmal alles toppen, was in 1 und 2 schon richtig heftig war. Teil 3, es muss die absolute Zerstörung sein. Ich war vorbereitet, ja, auf diese Challenge. Ich war zu allem bereit. Ich will diesen unbedingt einen zweiten Punkt haben. Ich weiß, du wirst mir da was ganz Schlimmes rausgesucht haben, Klaas, und ich möchte nur ganz kurz darauf hinweisen, irgendwann, wenn er mal zufällig irgendwo in uns reinläuft, wo wir nicht damit rechnen, der wird uns richtig die Fresse polieren. Na, weiß ich. Na, gut. Du machst mich hier fertig. Ich beweise dir sowieso das Gegenteil, du kleiner Sack. Ja, das heißt, der wird da in einer Tour wieder rumschimpfen. Leck mich, ey! Scheiß Gedönse hier. Er wird früher oder später die ganze Sendung wieder verfluchen. Habt ihr doch nicht alle auf der Tassen im Schrank hier alle, ganz ehrlich. Und danach wird er mir Gewalt androhen, wie immer. Normalerweise hau ich den in eine Delle in die Niere rein. Genau so wird's passieren. Ja. Kriegt so einen afrikanischen Schlag von mir, damit ihn sein Kopf 6-mal umkippt. Gut, hätten wir das also geklärt, können wir jetzt ja eigentlich mal zur Aufgabe kommen, würde ich mal sagen. Ne? Irgendwann laufe ich an der Straße entlang, kommt mir ein Auto entgegen, hält dann an. Fragte mich, was will der? Und macht die Tür auf und sagte so zu mir: Kasala. Er hat meinen Namen genannt. Kasala. Und dann bin ich ins Auto eingestiegen. Da das ja nicht mein erstes Duell um die Welt war, ja, Klaas darfst du eh nicht trauen. Deshalb war ich vorsichtig. Ich habe den Fahrer nur gesehen. In Sibirien wird wahrscheinlich nicht viel gelacht. Und ich dachte, wann kommt endlich dieser Brief? Пожалуйста. Sehr geehrter Herr Legert, willkommen in Sibirien. Falls Sie bisher nicht viel zu lachen hatten, halten Sie sich fest. Der Mann am Steuer ist ein sibirischer Comedian, quasi der Atze Schröder Russlands. Fragen Sie doch mal, ob er einen Witz erzählt. Can you tell me a joke? Проще, чтобы анекдотом рассказали. Ну, мужик заходит в бар, за ним следующий заходит, да как даст ему по морде. The man came to the bar. The second man came straight after him and just shot him into his face. Das ist großartig. Ja. Nun zu Ihrer Aufgabe. Hier in Sibirien findet jedes Jahr die sogenannte Schellen-WM statt. Die stärksten Männer Russlands treffen sich, um sich gegenseitig die Gehirne aus den Ohren zu hauen. Wow. Riesige Typen, die sich dann richtig auf die Fresse geschlagen haben. Bis sie ohnmächtig geworden sind. Tolle Weltmeisterschaft. Ihre Aufgabe lautet: Nehmen Sie teil. Seid
Sie bekloppt? Das soll ich machen. Das sind Klötze, die wiegen 600 Kilo und schlagen sich gegenseitig hier eine Backpfeife. Guck dir das mal an. Wenn Sie eine Schelle ausgeteilt und eine eingesteckt haben, ist der Länderpunkt gewonnen. Eigentlich ganz einfach. Viel Erfolg, Klaas. Als ich im Zimmer angekommen bin, ja, habe ich mir noch mal die Videos angeguckt. Und ich dachte, leck mich am Arsch. Was, ey? Das ist doch nicht echt. Doch. Das ist die Schellen-WM. Das sind ja Tiere. Ich bin ja gegen die ja wie so ein Holzstab. Die findet statt einmal im Jahr in Sibirien und ist Teil einer größeren Veranstaltung, die ich mir auch selber nicht ausgedacht habe. Und die heißt Power Show. Also versteht das richtig, die hauen sich so lange gegenseitig Backpfeifen, bis einer umfällt. Genau, oder bis einer aufgeht oder bis einer ohnmächtig ist. Ja, wie stellt ihr euch das denn vor? Dass ich mir ja eine Schelle hier verpasse und dann habe ich einen Kieferbruch? Da musst du doch jahrelang für trainieren, um das hinzukriegen. Ja, weiß ich, aber deswegen ist ja der Thorsten Legert auch einen Tag vorher extra da hingeschickt worden von mir. Da kann der da einen Tag lang kann der da trainieren. Wie soll ich denn das trainieren ohne Partner? Ich brauche ja jemanden, der die linke oder rechte Wange hinhält. Ja, ich meine, da sind ja genug Leute im Team dabei, die potenziell Du kannst doch nicht immer das Team damit reinziehen. Was ist denn mit dir? Frank, du siehst mir hier am kernigsten aus. Ich brauche jemanden. Also, ja, ich Ja, was? Aber guck dir das mal an! Das sind Monster! Du warst ja bei der Bundeswehr. Ja. Ja, weil er abgehärtet ist. Ich nicht, ein bisschen Krieger. In meinen Augen ein bisschen Krieger. Also deswegen kann ich es auch nicht machen. Wer ist dafür, dass es der Frank macht? Okay, abgestimmt. Wir sind jetzt in der Situation in dieser Sendung, dass Tonmann Frank Thorsten einen reinballern soll, ja, damit er vorbereitet ist für die Aufgabe. Genau. Ja, du kannst anfangen. Aber ich, ja, du kannst anfangen. Ich mache nicht so doll, also, oder? Du musst das wissen. Ich musste üben. Ich musste die Wange hinhalten. Ich kriege eine gelangt, ohne wegzuzucken, ja, und einfach nur hinhalten. Komm, mach. So. Als Frank bei mir auf die Wange geschlagen hat, ja, dachte ich, ja, da ist eine kleine Fliege an der Wange gekommen. Du darfst noch härter. Einfach so. Ja, so. Oh Gott, das ist unangenehm. Peinlich. So. Ja, aber was, so, was ist das? Das ist mal. Aber könntest du jetzt einfach so einem eine reinhauen? Ich meine, kein Mensch kann einfach so einem eine reinhauen. Was geht? Ich kann nicht dollern, ich kann doch nicht dollern. Doch, sollst keine Angst haben, morgen wird es härter werden. Die schlagen mit bestimmt, ja, weiß ich was. Das sind Urviecher. Komm, mach! Aber du machst nicht dein... Du sollst machen. So. Los. Ja, okay. Abbruch. Ich hab Frank gesagt, ja, er sollte ein bisschen härter zuschlagen. So. Ja, das ist okay. Okay. Ja, optimal, das ist schön. Der hat mir ein Auge gegeben. Also, war das jetzt nicht gut? Der war scheiße. Für mich war klar, ja, dass ich nicht nur einstecken musste. Ich musste auch selbst demonstrieren, ja, beim Frank, ja, dass ich auch mal schlagen muss. Mein Herz blutet, wenn ich dich hauen würde. Ganz ehrlich, weil du bist ein hervorragender Mensch. Aber ich möchte das schon mal ausprobieren. Okay. Das sind 30%. Das sind 30%. Entschuldige mal. Da. Obwohl, der tut mir so leid jetzt. Mit Frank hat es überhaupt keinen Sinn. Der hat Hände wie ein zweijähriges Baby. Der hat keine Schippe, so wie die anderen Männer. Ich wollte jetzt natürlich nicht, dass der da Frank dann da K.O. schlägt, sondern ich habe ihm eine richtige Fitnessmöglichkeit noch besorgt. Am nächsten Morgen bin ich dann abgesetzt worden auf so einen riesengroßen Hof. Sibiriens Fitnessstudio Nummer 1. Bei Shit Advisor hat das 5 Sterne. Als ich um die Ecke geguckt habe, stand da so ein riesengroßer Mensch, ja, der furchterregend aussah. Das ist der Trainer von Thorsten. Der hat mit 12 schon an der Schellen-WM teilgenommen, hat da mit einem Baggerschaufeln trainiert. Ist richtig abgehärtet und jetzt wird er unseren Thorsten auch noch mal ein Stückchen härter machen noch. Hi. Привет. Класс сказал с тобой поработать. He says Klaas told him to teach you. Okay. Go, go. Ich dachte, verdammt nochmal, der zieht gleich eine Pistole und schießt dich um. He was in the competition and he will explain you everything.
So, die Pelzmütze hat mir erklärt, dass Alec, ja, mein Trainer, schon mal bei so einer Schelm-WM mitgemacht hat. Und der hat mir die Regeln erklärt. Не отворачиваться. Удар наносится вот по правилам. With a straight замах. With a straight hand. With a straight hand. Only to the cheek. Не сюда, не сюда. You can't beat. Не этим местом. You can't punch the ear. You can't punch the eye. Only to the cheek and only with the fingers. Du darfst aufs Ohr nicht hauen. Du darfst nicht ins Auge hauen und du darfst hier unten nicht herhauen. You just explode yourself. Really fast. Удар наносится вот. Really fast. Wenn ich einen Schlag bekomme, wie kann ich standhaft bleiben, ja, und wie kann ich den Schlag verkraften, dass ich nicht umfalle? Du musst stabil stehen, du musst deinen Körper anspannen und du musst dein Gesicht anspannen. Soll ich den ersten Schlag sofort 100% oder soll ich mich rantasten, ja, auf 60%, auf 80% oder soll ich 5 mal 100% gehen? Если выпало ударить тебе первым, лучше положи сразу, не дожидаясь, чтобы ты получил. So, если ты бьешь второй, выдержи первый удар, положи со второго. So. Если есть возможность, разогрейся, сделай хороший удар, нанеси один удар и закончи битву. Finish it with one slap. Das Grundrisiko bleibt, dass diese Technik kann der andere auch anwenden. Klar, natürlich. Ja, doof. So, he will show you on the ball how to punch correctly. Von der Decke runter, ja, ist so eine Boxbirne gehangen. Перед ударом вот у тебя голова соперника. That's the head. Ich habe mich dann platziert, ja, und damit voller Wucht draufgehauen. So? No good? More harder. Boah, da brichst du die Hand, ey. Verdammte Scheiße nochmal, Casala, was machst du jetzt, ey? Die bewegt sich kein Millimeter. Der hält das Ding ja wie die Freiheitsstatue von New York. Сильнее. Резко. Harder. Harder. Резко взрыв. Вот. You should do it like fast. Вот так делай. The slap yourself like to be real, like in the box, like real fast, real energetic. Ich muss ihn ja bis nach hinten ja in der Rotation in Hüfte einknicken und dann mit voller Wucht ja die Boxbirne wegknallen. Durch die Rotation, ja, habe ich einen viel besseren Schwung bekommen. Die Schläge werden härter. Ich habe mich auch richtig konzentriert, bis ich dann ja auch gemerkt habe, ja, ich werde immer besser. Good. Good. Irgendwann wusste ich, ich bin ready. Ich war heiß, mein Testosteronspiegel war nach oben. Ich habe mich wieder so fokussiert wie in Bundesliga-Zeiten. Ich will unbedingt diesen zweiten Länderpunkt haben. Um einfach den Leuten zu beweisen, der Legat kann. Und irgendwann kam der Zeitpunkt, dann bin ich da angekommen. Das erste, was ich sehe, ist ein Käfig, ja, wo sich zwei Typen ja in die Fresse hauen. Und hab dann urkrasse Menschen gesehen. Die übelsten Typen überhaupt Russland, ja. Das hat nicht nur nach Schweiß gerochen, es hat nach Blut gerochen. Dann sehe ich auf der anderen Bühne, wie sich zwei im Arm drücken versuchen und haben gleichzeitig auch einen Boxhandschuh an. Was ist das für ein schwachsinniger Sport? Was ist denn das für eine absurde Veranstaltung? Kennst du das nicht? Boxarm drücken. Dann habe ich zum ersten Mal die anderen Teilnehmer gesehen und dachte, darunter ist mein Gegner. Diese Blicke, diese Hälse, diese Köpfe, diese Arme, diese Tätowierung, ja. Ich dachte so, Klaas, wo hast du mich hier nur hingeschickt? Ja, dann ging es los. Ich war aufgeregt. Alle Teilnehmer mussten auf die Bühne. Liga Thorsten!
Hände wurden immer schwitziger. Der Adrenalinspiegel steigt bei mir. Ich werde dann so ein bisschen nervös. In dem Brief stand ja, ich müsste eine Schelle bekommen und eine austeilen. Da habe ich gedacht, mein Gott, Thorsten, du kannst es schaffen. Du kannst es schaffen, ja. Du kannst hier als Sieger weggehen, ja. Aber du musst Ruhe bewahren. Wurden die ersten beiden Teilnehmer aufgerufen, ja, die sich dann gegenüber gestanden haben. Ich habe dann die erste Schelle gesehen. Alter, merkst du es? Merkst du, dass da irgendwas falsch ist? Wieso? Ist da was komisch dran? Ich sag mal. Lustig war das nicht. Das ist wirklich unnormal. Ich verstehe es nicht. Was ist das? Das ist ja kein Sport. Für dich ist das jetzt stumpfes Aufeinander einschlagen. Ich erkenne ja die Technik. Wie schön das ausgeführt ist, das kann man ja als Laie manchmal gar nicht erkennen. Mhm. Ist ganz ästhetisch. Wenn du da die richtige Musik drunter legst und wenn du ein Gedicht von Wilhelm Busch noch zitierst, siehst du mal, was da alles drinsteckt. Ein Prall, ein Schall. Dicht am Gesicht. Verloren ist das Gleichgewicht. Hier strotzt die Backe voller Saft, er hängt die Hand gefüllt mit Kraft. Die Kraft infolge der Erregung verwandelt sich in Schwungbewegung. Ohrfeige nennt man diese Handlung. Der Forscher nennt es Kraftverwandlung. Das ist einfach ein brutales Reinhauen, ja, draufhauen, ja, bis der andere umfällt. Ich dachte, es gibt klare Regeln, aber die hat keiner befolgt. Sie haben mit der Handkante direkt aufs Ohr gehauen, ja. Aber das Schlimme ist ja, die Referees haben nicht eingegriffen. Dann habe ich gesehen, dass Kämpfer geblutet haben, die Wange ist aufgeplatzt, ja. Dann war ich dran. Mein Gegner, tätowiert, irrer Blick, ein krasser Körper, bullig, Arme, ja, die dicker sind als ich. Absolut eine Maschine. Absolut eine Maschine. Ein Thorsten Legand ist niemand, der jetzt zimperlich ist. Der hat auch die Statur, wo man sagt, okay, das ist ein Kämpfer. Aber diese Typen, wenn die dem da eine reinzimmern, Genickbruch. Tot. Ja, sofort 100%. Tot. Auf so einem Weg dorthin, ja, gehen natürlich so viele Dinge durch den Kopf. Hoffentlich verletzt er mich nicht. So schwerwiegend, ja, dass ich Folgeschäden habe. Und ich dachte, Klaas, was tust du mir hier an? Und plötzlich war alles wie Zeitlupe. Ich habe meine Kinder gesehen, ich habe meine Frau gesehen, meine Mama. Und dachte, wenn du hier lebend rauskommen möchtest, zeigst du weiße Flagge. Und sagst diese Challenge ab. My friend, this is your win. Nimm's in die Hand, heb's in die Hand hoch und zeig's dem Publikum. Er ist der Gewinner. Ja, jetzt natürlich Kacke, ne? Jetzt heißt es nicht mehr, ein Thorsten Legert kann. Mir ist es sehr, sehr schwer gefallen, weil ich unbedingt ja diesen zweiten Länderpunkt haben wollte. Thorsten, was soll ich sagen? Es ist nicht deine Schuld. Ja? Das war wirklich. Es war zu schwer für dich. Es ist Klaas Schuld. Klaas hat da wieder eine Aufgabe rausgesucht. Stimmt. Die ist nicht lösbar. Du hast recht. Ja. Du hast recht, es war einfach zu schwer. Ja. Das ist die richtigste und die beste Entscheidung meines Lebens, die ich getroffen habe.